Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres Regionalmagazins Drehkreuz KW. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Woche und sind trotz meteorologischem Herbstbeginns noch ganz auf Sommer eingestellt. Temperaturen und Sonnenschein jedenfalls sind voll auf Ihrer Seite und Sie auf unserer. Schön, dass Sie auch heute wieder bereit sind für eine halbe Stunde Programm aus Ihrer Region. Zu Ihrer Orientierung wie gewohnt an dieser Stelle erst einmal die Programmübersicht. Bergslam, der Dichterwettstreit auf dem Funkerberg. Improlympics, junges Improvisationstheater auf dem Funkerberg. Wann ist Fernsehen wirklich scharf? Es wird erst scharf, wenn du zum HD-Fernseher auch die HD-Programme hast. Hast du? Alle Privaten in HD. Jetzt informieren. Schau HD-TV. Die Geschichte der Lyrik reicht weit zurück bis in die Zeit des antiken Ägypten. Einige Jahrhunderte später schufen die griechischen Dichter bis heute bekannte Regeln zu Reimen und Versmaßen. Über alle Epochen hinweg wurde weltweit gedichtet. Die Weimarer Klassik hinterließ uns unter anderem die großen deutschen Dichter Goethe und Schiller mit unzähligen Werken. Aus dem 20. Jahrhundert kennt man vor allem Bertolt Brecht, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz oder Günter Grass. Diese Liste hat auf keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit, denn auch heute gibt es immer noch viele, die sich dem Dichten verschrieben haben. In den letzten Jahren treten die sogenannten Poetry Slammer in die Tradition der altehrwürdigen Dichter. Bei einem Poetry Slam, also einem Gedichtwettbewerb, kann eigentlich jeder seine Gedichte und Geschichten vortragen. Man muss sich nur trauen. Auch bei den Kulturtagen in KW stand zum wiederholten Mal ein solcher Wettbewerb unter dem Titel Bergslam auf der Programmliste. Wir haben uns einmal umgeschaut, wie so ein Dichterwettstreit vonstatten geht und haben festgestellt, dass es dabei sehr unterhaltsam werden kann. Die Kulturtage in Königs Wusterhausen bieten eine ganze Reihe von Emotionen. Mal ist es spannend, mal besinnlich, mal rockig, mal wird es nachdenklich oder auch äußerst lustig. Die letzten beiden Punkte treffen ganz besonders auf den Bergslam zu. Der Bergslam ist ein Poetry Slam auf dem Funkerberg, also ein moderner Dichterwettstreit. Gemessen werden hier nicht etwa die Anzahl der Silben pro Minute oder wer mehr Alliterationen hintereinander in seinem Text hat. Hier zählt einzig und allein das Publikum. Die ersten Vorrunden, die werden durch Applaus, quasi durch die Lautstärke des Applauses bestimmt. Das heißt, jeder kann grölen und jubeln und die, die halt den meisten lautesten Applaus haben, kommen weiter. Jeder im Publikum hat eine Stimme, ein Knicklicht, das er in Laternen werfen kann, die hier zwischen den Bäumen hängen und die dann am meisten leuchtet, das wird dann der Gewinner. Das werden wir am Ende aber noch auszählen, logischerweise. Dass ellenlange Gedichtinterpretationen im Deutschunterricht nicht alle vor der Lyrik verschreckt haben, sieht man am großen Interesse an Poetry Slams. Einerseits sind Poetry Slams oft bis auf den letzten Stehplatz gefüllt, andererseits ist es auch im Backstage-Bereich nicht weniger leer. Genügend Künstler für einen Slam zu finden, ist also relativ einfach. Läuft meistens so, dass ich jetzt mittlerweile, wir kennen uns einfach schon, also ich kenne ein paar Slammer aus Berlin und dann frage ich immer an, habt ihr wieder Lust? Andererseits haben wir ja auch ganz viele Flyer über Zeitungen vergeben, wo überall stand, man kann sich anmelden. Und deswegen hatten wir auch einen ganz tollen Rücklauf dieses Mal eben von Ortsansässigen auch. Auf vielen Poetry Slams ist es üblich, eine Band auftreten zu lassen, so auch auf dem Bergslam. Hier begeisterte die Band Frau Rotkohl besonders mit ihrem Lampenschirmlied, dessen Text auf Begriffen aus dem Publikum beruht. Passieren, denn ich hab nen Lampenschirm, da stelle ich mich drunter und nur der Rest der Welt geht unter. Der
Das Universum ist gefährlich, vor einigem kann man sich schützen. Sonnenmilch gegen Hautkrebs, Gummistiefel gegen Pfützen. Aber manchmal ist das nicht so klar, zum Beispiel soll ich singen und ein völlig albernes und sinnloses Wort unterbringen. Und als MRT, wie sagen wir MRT in so einem gesellschaftskritischen Debatt? Die Hauptstadt Berlin beherbergt unter ihren 3,5 Millionen Einwohnern logischerweise einige Poetry Slammer. Doch auch in Königs Wusterhausen und Umgebung gibt es einige, die sich für Poetry Slams begeistern. Zum Beispiel die 17-jährige Lisa. Sie kommt aus Königs Wusterhausen und neben Karate und Theaterspielen schreibt sie vor allem Gedichte. Also mein Text handelt um den Montag und so eben dieses typische Stress und was halt so anfällt am Montagmorgen, dass die Woche gerade erst beginnt und das Wochenende vorbei ist. Ja, ich habe ein Problem. Der Montag. Es ist Montagmorgen und begrüßt wirst du mit all deinen Sorgen. Meine Schuhe sind das reinste Chaos ohne System. Vielleicht einfach sagen, guten Morgen, liebe Montagssorgen, leckt mich am Popo und kommt übermorgen. Nichtsdestotrotz, der Montag bleibt doch. Danke. Neben den alltäglichen Herausforderungen des Montags schreibt Lisa auch über Dinge, die viele in ihrem Alter beschäftigen. Zum Beispiel über die ganz persönliche Zukunft. Oft geht es bei den Texten der Slammer um solche Themen. Auf bloße Unterhaltung und Bespaßung sollte man nicht hoffen, denn hin und wieder wird es auch sehr ernst. Dennoch steht der Spaß im Vordergrund. Ein besonders guter Slammer, würde ich sagen, ist jemand, der einen frischen, witzigen Text hat, der das Publikum mitnimmt, der das Publikum abholt und der irgendwie was Neues, Witziges reinbringt. Die Erwartungen der Zuschauer waren sehr ähnlich. Also man möchte auch mal schmunzeln, ist doch klar, aber auch mal was Tiefsinnigeres wäre ja auch nicht schlecht, ne? Also wir hören ja schon genug Gelaber rum. Spaß bei einem Dichterwettstreit. Weil das ist immer sehr interessant, wenn Leute so spontan ihre Beiträge beibringen und da mit entsprechendem Wettbewerbsgeist auch bisschen satirisch unter Umständen oder ähnlich. Es sind ja verschiedene Genres, die hier auftreten, haben wir schon öfter gehabt und findet immer sehr lustig. Großartige literarische Momente mit tollen Talenten der Poesie und einen wundervollen Abend mit meinen herzallerliebsten Freunden. Ja, einen schönen Abend, viel Spaß, gute Texte. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen hier. Lisa war nicht die einzige Slammerin aus Königs Wusterhausen. Für Dirk, der erst seit einem Jahr KWer ist, war der Bergslam auch noch sein Debüt als Poetry Slammer. Hey, Abend erstmal. Ich bin Dirk, wie gesagt, ich bin noch nicht lange hier in KW und heute gibt's sogar ein Jubiläum zu feiern. Ich bin 350 Tage in KW und scheiße, KW ist geil. Ich freue mich total, hier zu sein. Das ist irgendwo... Ja, ich komme aus einem kleinen Kackdorf, aus dem Oderbruch, wo der eine so aussieht, wie der andere heißt. Es ist irgendwo, du hast 350 Leute und zwei Nachnamen. Ich musste da weg, das ging einfach nicht. Das war einfach nur grausig. Nee, es ist wirklich für mich, es ist einfach nur eine ganz tolle Erfahrung, hier in KW zu sein. Ich fühle mich wirklich angenommen, ich fühle mich hier einfach wohl. Es ist einfach, ich habe tolle Leute kennengelernt, außer Robert natürlich. Ich weiß nicht, wird es reichen, das Befleckte zu bleichen oder einzuweichen? Da kannst du von ausgehen, dass nach dem Ausgehen auf die Lichter ausgehen. Ich würde eingehen, wird keiner darauf eingehen, ob wir da fröhlich reingehen und wieder fröhlich rauskommen. Und noch immer miteinander auskommen und zufrieden zu Hause ankommen. Die Sache hat bestimmt einen Haken. Angenommen, ich wäre zu Hause angekommen und wäre voreingenommen, wird mein Denken verrenken, ohne zu bedenken, dass wie beim Arme verschränken, es wird laut knallen, auf dem Flur schallen, weil ich beim Fallen vor allem im Freisein beschenkt bin, zu oft gekränkt bin, doch eigentlich im Leben sowas von beschenkt bin, mich doch nicht auslassen kann, weil ich mich nicht darauf einlassen kann, auf mich nicht einfach annehme, weil ich annehme, die Sache hat bestimmt wieder einen Haken. Danke. Der 18-jährige Jan reiste aus Tornow zum Funkerberg an. Er ist gerade mit seinem Abitur fertig und hat schon ein wenig Erfahrung im Slammen. Also, die Sommersturmliebe. Brausend aus der Wolkenkrachen stößt ein Wind mit heulend Lachen auf das Stadtgetümmel nieder. Den Moment lang zu genießen,
unvergesslich intensiv. So soll die neue Liebe sprießen, gefühlsverwoben und massiv. Und wenn wir dann Hand in Hand nach Hause platschen, hört man noch leise Tropfen klatschen. Dankeschön. Der Applaus für Jan war so gewaltig, dass er es sogar ins Finale schaffte. Dort traf er dann auf äußerst erfahrene Slammer, die in der Szene einen guten Ruf haben, wie zum Beispiel Marvin Weinstein oder Marien Lohr. In der Vorrunde überzeugte Marvin mit einem Text über das Leben eines Hopfen und im Finale bot er den Zuschauern eine gescheiterte Liebeserklärung an die Literatur. Ich habe einen Text geschrieben, nämlich über ein sehr aktuelles Thema, ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht natürlich um Bier. Auf einem Feld, wo frohlockend Hopfen dolden, Knospen und kräftig Düfte hoffnungsvoll den goldenen Sonnenstrahlen durch Felder, Wald und Orte folgen, dort an einem Strauchebaum, der bäuerlicherseits stets ganz besondere Mühe und Fleiß genoss, wächst im Schatten eines Baumes bald heran ein kleiner Spross. So knuffig und süß in seiner tiefgrünen Windel war er bei allen Pflanzen das beliebteste Kindel. Auf dem Niveau geht's jetzt weiter. Es geht, man sieht nur so bis in die Mitte und dann verschwindet das ein bisschen im Dunkel. Es läuft sich aus, deswegen kurz die Frage. Hört ihr mich? Ja! Ja. Vielen Dank. Doch eines Nachts, ein Windzug pfeift, es folgt ein leichtes Beben und alle Bücher, dünn und dick, erwachen jäh zum Leben. Im Sinn hat jedes Werk nur eins. Ein herzensschweres Sehnen voller Inbrunst und Gefühl, seine Geschichte zu erzählen. Und wieder rascheln Blatt auf Blatt, streicht Geisterhand die Seiten glatt und Goethes Stimme Wut entbrannt, halt wieder von der kalten Wand. Die Frage nach der Religion beschäftigt Faust wie damals schon. Mephisto sitzt auf seiner Zunge und krakeelt aus voller Lunge. All ihr falschen Schundromane, selbst nach dem größten Saufgelage, wo Pudel durch die Keller tollen, würde ich euch nicht lesen wollen. Hoffnung hatte ich in dir in dein großes Werk gelesen, doch dieses ist nunmehr passé. Denn ihr... lest 50 Shades of Grey. Jan brachte für das Finale einen etwas nachdenklicheren und ernsteren Text mit. Und die wenigsten sehen die Schönheit der Welt. Und wir alle wissen, es regiert nur das Geld. Warum noch versuchen, gegen die Banken zu siegen, um doch nur Niederlagen zu verbuchen, ausartend in Wirtschaftskriegen? Und die, die daran schuld sein sollen, sind wieder mal die Armen, Dummen und Migranten, weil wir nicht genau hinsehen wollen, weil wir sie nicht als Menschen anerkannten, denn es war uns schlichtweg egal. Was kümmerte uns der anderen Qualpolitik nur zum Gewinnen der eigenen Wahl? Der letzte Text des Abends war Mariens Jahresrück- und Ausblick. Mit seinen nicht ganz ernst gemeinten satirischen Schlagzeilen befasste er sich auf sehr humorvolle Art mit den ernsten Themen, die uns das Jahr über begleiten. Ja, die stellenweise Unerträglichkeit ist gewollt. September 2016. Anschlag auf das Brandenburger Tor in Berlin wird vereitelt, weil betrunkene Touristen den Attentäter mit ihrem Bierbike überfahren. Wie immer fragen sich einige, wozu die Geheimdienste eigentlich ihre Listen haben, auf denen auch diesmal der Attentäter aufgeführt war und warum eigentlich niemand die öffentlich zugänglichen IS-Medien liest, in denen auch diesmal der Attentäter vorher ein zweiseitiges Interview gegeben hat. Nachdem alle Texte vorgetragen wurden, kam es dann zur Abstimmung. Zuschauer hatten jeweils eine Stimme, man konnte sich aber auch noch Stimmen kaufen. Der Erlös ging an die Slammer. Nach wenigen Minuten waren dann alle Laternen gefüllt. Das Ergebnis? Marien Lohr erreichte den dritten Platz, über den zweiten Platz konnte sich Jan Winkler freuen und Marvin Weinstein verließ den Abend als Sieger. Beim klassischen Theater werden die Stücke für gewöhnlich inszeniert. Dramen wie Romeo und Julia, Goethes Faust, Nathan der Weise oder Antigone haben eines gemeinsam. Es gibt ein Skript, Text und Handlungen sind meist vorher bekannt. Ganz anders ist es beim Improvisationstheater. Hier muss kein Text gelernt werden, denn die gesamte Handlung entsteht spontan. Das Einzige, was zumindest wenige Minuten vorher bekannt ist, ist grob das Thema, meist nur in Form von Stichworten. Beim sogenannten Theatersport gibt es verschiedene Spiele, jedes erfordert auf eine andere Art und Weise Improvisationstalent.
Diese Form des Schauspiels ist besonders bei Schülern beliebt, denn es muss kein Text gelernt werden und oft entstehen sehr lustige Situationen. Bei den Kulturtagen hatten Schüler aus KW und Neuruppin die Möglichkeit, ihr Improvisationstalent vor großem Publikum beweisen zu können. Die Kulturtage entsprangen einmal den Jugendtheatertagen Königs Wusterhausen. Der Theatergeist schwang dabei immer irgendwie mit. Und so konnten in diesem Jahr wieder junge Theaterfreunde auf die Bühne geholt werden. In diesem Fall haben sich gleich zwei Schulen gefunden. Bei den Improlympics, einem Improvisationstheaterwettbewerb, traten das Schiller-Gymnasium KW und die Evangelische Schule Neuruppin gegeneinander an. Doch was bedeutet das eigentlich, improvisieren? Improvisieren bedeutet für mich Freiheit. Das spontane Ja sagen. Immer wieder eine Herausforderung. Kreativität. Spontan sein und flexibel sein. Einfach spontan sein und nicht vorplanen. Fantasie. Also sehr viel Spaß, sehr viel Freude, andere Leute treffen. Spaß. Ja, und ganz viel Freude am Theaterspiel. Das Aufnehmen von, Chancen, die man eben so kriegt, Ideen, die man auf einen zukommt. Spontan im Improvisieren ist eigentlich generell alles im Leben. Man improvisiert ja jeden Tag. Neben Spaß, Freude, Spontanität und Kreativität gehört noch mehr zum Improvisieren dazu. Man sollte gegenüber neuen Ideen aufgeschlossen sein und ein gewisses Maß an Disziplin ist auch nicht zu vernachlässigen. Wir sind die Tribute von Madagaskar. Wir sind einfach unfassbar. Na, man muss als erstes auf andere eingehen können, das ist ganz wichtig. Neben einer Fantasie, die man mitbringen muss, aber man muss den Gegenüber, der mit dem man spielt, aufmerksam betrachten und offen sein für dessen Idee. Also nicht nur die eigene Idee durchsetzen, sondern gerade auch mal zurücktreten und zu sagen, hey, ich nehme jetzt die Idee, die der andere einbringt und arbeite mit ihm gemeinsam. Und sicher einfach auch auf sich verlassen, ja, und nicht so immer der Beste, die tollste Idee haben zu wollen, nicht vorzuplanen, sondern ja in der Spontanität darauf zu setzen, dass das immer funktioniert. Mit diesen Grundzutaten hat man die beste Voraussetzung für eine gute Improvisation. Chaos und Durcheinander gehören zum Teil auch zu einer Improvisation, denn es gibt schließlich kein Skript mit Text- und Regieanweisungen. Doch die Kunst ist, dass es am Ende stimmig wird und für den Zuschauer ein ganzes Werk entsteht. Da gab es ein Hotel. Und im Hotel war ein Diamant. Er war rot. Es war ein Rubin. Dieser Rubin war besonders auffällig glitzernd. Ja, dass es so wirkt, als wäre es gar nicht improvisiert, sondern als wäre es, also als habe es so den Charakter, dass es einstudiert wäre und die Zuschauer im Grunde daran zweifeln und es gar nicht glauben können. Und das passiert ganz, ganz häufig. Ein wichtiger Punkt am Improvisationstheater ist, dass das Publikum nicht nur zum Applaudieren da ist. Die Zuschauer werden zum Teil des Stücks, indem sie entweder mit auf die Bühne müssen oder die Themen für die nächste Improvisation vorgeben. Erklärt einem Zuschauer auf der Bühne eure Liebe. Okay, ich nehme dich. Du bist die eine, die ich suche und für die ich auch mal Urlaub buche. Kann auch teuer sein, das ist kein Problem, denn ich würde dich gern mal wiedersehen. Diese Spiele haben natürlich ein Grundmuster. Das heißt, dass man vom Publikum zum Beispiel bestimmte Dinge braucht, um überhaupt in die Szene zu kommen. Also ein Ort, ein Begriff, ein Gefühl. Und mit diesem wird dann ja, diese Szene eröffnet. Und jedes Spiel hat auch unterschiedliche Anzahl von Spielern, die vorher natürlich nicht wirklich wissen, in welche Figuren sie schlüpfen werden. Das ergibt sich dann immer aus dem, was das Publikum uns auch vorgibt.
Bei den Impro-Olympics geht es um sogenannten Theatersport. In verschiedenen Disziplinen treten beide Mannschaften gegeneinander an und das Publikum entscheidet am Ende, wer sich den Punkt verdient hat. Beide Schulen sind im Theatersport sehr aktiv und so hat sich auch die Zusammenarbeit entwickelt. Spannende Geschichte. Wir haben uns in Potsdam bei einem Theatersportwettbewerb kurz kennengelernt und dann haben eigentlich zwei Schülerinnen aus unseren Gruppen über eine digitale Kommunikationsmöglichkeit Kontakt geschlossen und irgendwann hieß es dann, ach Mensch, können nicht mal unsere Lehrer, Lehrerinnen in Kontakt treten? Dann haben wir miteinander telefoniert und das nicht nur einmal und dann kamt ihr zunächst zu uns nach Neuruppin und jetzt sind wir Neuruppiner in KW und freuen uns sehr, dass wir hier sind. Ja, die Anfrage kam als erstes von Albert hier vom Stummrausch-Team, ob wir nicht mit unserer Impro-Gruppe hier auftreten könnten. Und da haben wir sofort gesagt, ja, da brauchen wir noch ganz tolle Leute um uns herum. Und die Neuruppiner, die wir kennengelernt haben, haben uns so imponiert. Und vor allen Dingen waren sie so gleich zugänglich. Wir haben einen Draht zueinander gefunden, dass wir so ganz viel Spaß und Freude hatten, mit ihnen zu arbeiten. Ja. Was man bei so einem Theatersportwettbewerb alles erleben kann, das zeigen wir Ihnen in 5, 4, 3, 2, 1, los! Also, eine Leiche. Aber was genau suchen wir jetzt? Eine Kartoffel war das, weil der daran erstickt ist. Sicher, dass das nur Kartoffeln und keine Zwiebeln waren? Vielleicht waren das auch Zwiebeln. Da wollte ihn aber jemand ganz dringend loswerden. Ich glaube, ich muss... Oh. Warte, ich will das. Nimm den Eimer. Ja, hab ich schon. Okay. Setz dich mal hin. Oh. Okay, kannst du weiter nach dem Rest suchen? Herzlich willkommen hier bei Der Funkerberg kocht 360 Grad Technik. Sie haben etwas erfunden, was Science-Fiction-Fans wohl schon lange erwartet haben, dass es mal höchste Zeit werden müsste, nicht wahr? Ja. Den Fluxkompensator, richtig. Ja. Dann erzählen Sie uns doch vielleicht mal, wie kommt man so auf die Idee, ne? Was ist Ihnen so passiert, dass da die Idee kam, jetzt muss der Fluxkompensator her? Das ist wahrscheinlich gar nicht so spektakulär, wie Sie immer alle denken. Das ist quasi... Beim Putzen war das. Vor 2 Jahren, da hatte ich so einen Putzfetisch, mal so eine Phase in meinem Leben. Da fiel mir auf einmal ein, ich muss den Fluxkompensator erfinden. Ja, naja, klar, das ist natürlich die absolut logische Schlussfolgerung. Ne? Also ich bin da auch immer, ne, im Haushalt zugange und denke so, Mensch, jetzt eine Zeitmaschine, zurück, wo es noch nicht dreckig war. Ne? Ja. Also, ich hätte... Erklärt sich gleich. Ich hätte gerne zunächst einen von euch und einen von euch, die gleich mal wohin gehen und verschwinden für einen Moment. Bitte jetzt. Jetzt verschwinden Sie um die Ecke, denn das, was Sie jetzt hören, dürfen die nicht hören, zunächst nicht hören. Dann ist die Vorgabe für 2 der Spieler, die jetzt auf die Bühne kommen, eine von euch und eine von euch, bitte jetzt auf die Bühne, ist gleich die Vorgabe Mars. Aber ich hätte jetzt gern nochmal ein paar von euch ein und ihr setzt euch vor die Bühne. Eure Vorgabe ist zunächst nur Mars, der Planet. Vielleicht als Reiseziel erreicht oder unerreicht. Wir werden sehen. Ja, wir müssen es einfach mal probieren. Vielleicht bauen wir uns selber eine Rakete. Ja. Und dann fliegen wir Guck mal hier. Okay. Schau mal, der Karton. Oh. Komm, der sieht ja schon aus wie eine Rakete. Schneid die Tür rein, warte. Okay. Oh. Wow. Elektronik ist doch gut. Guck mal, wir können unser Handy aufladen. Ja. Lass uns zu Saturn gehen. Ja, das ist doch viel besser für uns. Ja, ich glaube, es ist auch günstiger. Warte, wir müssen noch die Tür öffnen. So. Na komm. Ja, ich steig einfach rüber. Zumachen und jetzt den Karton schön wegstellen. Nicht, dass jemand unsere Marsmaschine Ja, das wäre ganz schön doof. Das wäre blöd, ne? Ja. So doof sind wir ja nicht. Nee, wir gehen lieber zum Saturn. Genau. Ja.
Das war die erste Szene. Ihr kommt schon mal bitte auf die Bühne, denn die beiden werden jetzt gleich die Szene nochmal für die anderen wiederholen, allerdings auf Marsianisch. Die beiden kennen ja die Szene nicht. Das heißt, die müssen sich die Szene ansehen und dann als dritte Szene wieder zurück übersetzen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Jetzt seid ihr gefragt, ihr spielt diese Szene nochmal so, wie ihr sie verstanden habt, wahrscheinlich genauso wie das Original. Wir sind gespannt und zählen ein, 5, 4, 3, 2, 1, los! Das sind ganz schön gefährliche Tiere. Ja, finde ich auch, aber die sehen schon ziemlich krass aus, diese Tiere, vor allem diese Szene. Und du willst sie echt zum Abendbrot haben? Ich hab irgendwo gehört, dass die richtig lecker sein sollen. Aber im afrikanischen Nationalpark jetzt Tiere zu stehlen, ist nicht so gut. Na, deswegen müssen wir uns dann ja auch anschleichen. Anschleichen? Kannst du... Ja. Ganz leise? Ganz leise. Du darfst nicht so auftreten. Oh. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Nee. Der hat sich bewegt. Messer. Okay, anschleichen. In einem anderen Winkel. In einem anderen Winkel. Ein anderer Fuß. Ein anderer Fuß. Ja. So, und jetzt langsam runter. So, ich hole mein Taschenmesser. Ich hole schon mal die Knarre. Ja. Schneiden auf. Eckziehe. Ich versuch mal hier so direkt, da wo die Flinte ist. Ja, ich sehe genug, danke. Das ist ein ganz schön großes Tier. Ganz ruhig. Es darf nicht so doll laut knallen, okay? Okay. Getroffen. Okay. Ich hol die Rucksäcke. Du holst die Rucksäcke? Ich zieh's ein bisschen dichter ran, okay? Ich hab's. Ich pack schon mal einen Rucksack ein. Was ist schwer? Das Blut! Und da ist ein Loch im Zaun. Wer das wohl reingemacht hat? Frag ich mich auch. Ach, dein anderer Rucksack. Sehr schön. Und jetzt zum Abendbrot. Afrika, das Land der Abenteuer. Wirklich? Dass am Ende beide gewonnen haben, unterstreicht noch einmal, dass es den Schülern vor allem um Spaß und Freude geht. Und darauf kommt es letztlich auch im Leben an. So, liebe Zuschauer, das war's auch wieder für diese Ausgabe von Ihrem Regionalmagazin Drehkreuz KW. Ich wünsche Ihnen noch wunderschöne spätsommerliche Tage und eine entspannte Woche und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen. In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. Tschüss und machen Sie es gut.